Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Fangsee-Kanal. Ich bin schon wieder am Marschieren. Heute geht es zum Vater Rhein. Wie fast immer bei mir, wenn der Rhein es zulässt. Heute eine ganz neue Stelle. Muss ein bisschen laufen, aber ist für meine Situation gar nicht so schlimm. Aber ein bisschen abspecken ist da vollkommen okay. So, ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Klar, ich habe mir die Bühne vorher angeguckt. Ich sag mal so eine Art etwas tiefere Bühne, die rechts hoch geht. Schauen wir mal, wo ein bisschen Druck drauf ist. Die Bühne ist nicht ganz so groß zur Kante hin. Also können wir auch versuchen, auf Barben zu gehen. Ha. Schlepperei, aber man wird fitter. Das ist schon mal gut. Durch die ganze Diät. Ha, ist das schön hier. Heute ein bisschen Glück gehabt. Keine Angler hier. So. Jetzt schauen wir mal, wie ich vorgehe. Ich zeige euch mal eben so ein bisschen den Spot. Nicht zu viel, weil sonst wieder die ganzen Spotgeier angerappelt kommen. Geht mir ein bisschen auf den Nerven. Ne? Als wenn die sich keinen eigenen Spot aussuchen können. Ich muss ja jetzt auch, ich habe mir ja auch einen eigenen ausgesucht. Wisst ihr, wie ich meine? Aber manche, die wollen alles gemacht kriegen. Oh, ein bisschen blöd. So, pass auf, ich drehe mich mal um. So. Ja, schöne Stelle hier. So, ich versuche jetzt, hier haben wir Hauptstrom, so, Querströmung. Und dann versuche ich, die beruhigte Zone zu finden. Oh, wunderschön. Heute ein bisschen kälter, ein bisschen frisch, aber finde ich persönlich gut. Weil, wenn er zu heiß Käse. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ich baue alles auf und nehme euch dann mit. Okay, wisst ihr Bescheid. Sonne scheint ganz schön. Heute muss ich ein bisschen mit Sonnenbrille. Zumindest jetzt im Moment noch, weil ich komplett gegen die Sonne angel. So, jetzt schauen wir mal. Machen wir mal eben die Single-Look-Route fertig. Da setze ich einen Boilie drauf. So, dann müssen wir mal eben kurz ein bisschen anbohren. So. Was nehmen wir denn da? Ein bisschen größer kommen, ja. Strawberry Bellachan. Dann werden wir mal checken heute auf Barben. Den versuche ich jetzt, den schmeiße ich rein. Ich denke mal so, ja, 2-3 Stunden lasse ich die drin und dann wechsle ich den mal. Pellets habe ich noch dabei. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe nicht, der ist nicht zu groß für den Haken. Ja, müsste schon. Was hat? Das ist ein 18er. Wie viel ist der? Das sind 14er.
Nee, wisst ihr was, ich nehme die anderen, ich nehme die 14er. Zweim, so. Am Barben habe ich manchmal das Gefühl, dass die sind so fest. Da manchmal besser ist, wenn die ein bisschen kleiner sind. Die Boilies. Junge, so schmierige Hände. Richtig auf. Also, jetzt haben wir's. Wofür trainiere ich eigentlich, wenn ich die Dinger nicht aufkriege? So, ja, die sind gut. Finde ich gut. Bella Can kommt wieder richtig schön durch. Gutes Zeug. Mal gucken. Könnte auch Ala drauf gehen. Könnte auch Brassen drauf gehen. Einfach mal austesten, was hier passiert. So. Oh, das ist schön. Der ist auch nicht ganz so hart. So. Ich habe ein Loch reingebohrt. Jetzt kommt der Pick da drauf. Also ich habe noch gar keinen Stopper. Warte mal eben. Stopper habe ich natürlich alles in meiner Tasche drin. In meiner Tasche habe ich alles drin. Ich sag halt jetzt so, jetzt ist da keiner drin. doch. Natürlich. Jungs. So, ich glaube, heute wird er nicht ganz so heiß. Was mal ganz gut ist. So. Machen wir mal eben dran hier. Ich kann jetzt nicht richtig sprechen, so. Zack. Zack. Das war's schon. Schöner kleiner Boily. So. Seht ihr den? Das müsste eigentlich so alles gehen. 170 Gramm Blei, Festblei, Haken, Karpfenrig dran. Schauen wir mal. Hauen wir mal schön weit raus. Und dann sehen wir's. Jetzt müssen wir gleich die andere Route fertig machen. Wie ich die binde, nehme ich euch auch gleich mit. Also, ich werfe die jetzt ein und dann schau mal, was passiert. Ui. Ja. Heute wird es bestimmt mal ein bisschen längeres Video. Aber ja, gut. Komm, dann stelle ich die mal eben hier rüber. Dann können wir die auch hier. So. Besser. Mal gucken, ob die gut steht. Steht natürlich nicht gut. So. Dann gucken wir gleich, dann machen wir gleich die andere. Dann zeige ich euch mal, wie ich den Seitenarm binde. Kein Hexenwerk. Aber die werfe ich jetzt erstmal eben rein. Ich hoffe mal nicht, dass ich noch im Clip drin bin. Bei meinem Glück. Nein. Nein, bin ich nicht. So, dann geht die erste Route raus. Wie immer, Single-Hook-Route. Die geht bei mir immer als erstes raus. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Zack. Dauert ein bisschen. So, fühlt sich gut an. Die lassen wir wie immer einfach rechts liegen. Die beachte ich nicht. Also einmal ein bisschen strammer. So. Die wird gar nicht beachtet. Und dann passt das schon. So, die andere Route. So,
Tütchen mal hin, damit wir ein bisschen immer wechseln können. Wie es hier mit Hänger aussieht, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. So, jetzt müssen wir mal eben schauen hier. So, eben kurz. Hoppala. Guckt mir nicht auf meine Plauze, ja. Ich arbeite dran. Dass das hier gemeckert wird. Oh, ich komme sofort wieder. Da ist er wieder. So, die packen wir auch mal eben hier rein. So. Am Rhein angel ich gerne mit Freilaufrollen, weil da schon mal echt oft der Dicke am Start ist. So, ah. Dieses Bellachan stinkt wie so. Maden habe ich vorhin schon geklebt. Ja, die laufen sich gerade ein. Hier und da sind sie schon fest. Schön. Müssen wir gleich noch ein bisschen drauf sprühen. Und dann passt das auch. So. So, für den Seitenarm braucht ihr im Prinzip nur zwei Sachen. Das ist immer das Schöne. So, dann nehme ich immer diese hier. Die sind für den Seitenarm sind wirklich ganz gut. So, geht's los. Zuerst kommt der Wirbel drauf. Sitzt hier voll gegen die Sonne. Bisschen, weiß gar nicht, ob man das alles sieht. So, Wirbel kommt als erstes drauf. Meine Freunde, so, zack, seht ihr, schöner Wirbel drauf. So, jetzt kommt der drauf. Wie sieht das eigentlich aus mit der Brille? Dann ist so eine Brille auf Brille. Weil sonst sehe ich nichts. Wisst ihr Bescheid? Älterer Herr, kann man nichts machen. So, pass auf, geht los hier. Da zieht er den drüber. Zack. Dauert alles ein bisschen bei mir. So. Wir sind gut stramm. So, der kommt drauf. Und dann habt ihr hier so diesen Stopper-Effekt. So, jetzt müsst ihr nur noch eure Schnurzwirbel, macht er ungefähr so, ja, was ist halt 40 bis 50 Zentimeter. Da geht er hin. Einfach im Prinzip Wirbel. Jetzt seht ihr jetzt, ihr dreht die einfach hier rum. So, und dann macht er den schönen stramm. So. Schön, immer stramm. Einfach nur drehen. Na komm her. In der Regel mache ich das immer gerne zu Hause. Weil da hast du die Hände nicht voll Bellachan. So. Schön. Seht ihr, jetzt habt ihr den Seitenarm. Jetzt wir mit dem Seitenarm. Da oben kommt der Haken rein, Loop in Loop. Können wir gleich auch noch mal einen Knoten drauf machen, aber den kann man auch im Prinzip so lassen. So. Jetzt macht er hier, halt wieder schön fest. Einmal eine. So, und dann eine 8 drehen.
Einmal rumdrehen. Warte, so. Einmal die 8 drehen. So, den habe ich jetzt oben einmal gedreht. Jetzt kommt der da durch. So, und dann zack. Jetzt habt ihr einen Seitenarm. Mehr ist das gar nicht. So. Jetzt habt ihr einen schönen kleinen Seitenarm. Hier wird abgeschnitten. Der Stopper geht dann bis hier unten am Seitenarm. So. Ihr habt dann nachher, hier kommt euer Körbchen ran, dann passt alles. Haken, Loop in Loop, alles in Ordnung. Den schneiden wir jetzt noch ab. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen sehen. Ja. Nicht, dass ich das verkehrte abschneide. Müll kommt in meinen Wackeldackel. So. Hier fange ich erstmal, wie weit vom Korb fangen wir hier an? Da steht nichts mehr drauf, bis 80. Ich fange jetzt bei 80 Gramm an. Nur mal um zu gucken, was ist hier los, was wollen die hier, wie ist die Strömung hier. Darum geht es jetzt erstmal. Haken mache ich jetzt auch noch nicht dran. Seht ihr? Dann habt ihr hier den gezwirbelten Drei vor. Und das reicht auch. Dann habt ihr keine Hänger. Und wenn dann Biss ist, habt ihr immer eine Bisserkennung. Heute eigentlich mit Durchlaufmontage. Aus dem Grund, weil ich hier doch einiges am Brassen erwarte. Aber dann kann sich auch alles ändern. Wenn zum Beispiel ich viele Fellbisse kriegen sollte oder so, dann kann ich immer noch auf den Helikopterrig gehen. Und ja, lasst uns erstmal jetzt ein bisschen durchwuscheln. Ich mache jetzt mal ein paar Würfe und dann seid ihr gleich wieder am Start. Warte, oder wollt ihr dabei bleiben? Ah, wollt ihr dabei bleiben? Na, warte mal. Wird langes Video heute, fertig. So, dann stelle ich euch mal eben wieder nach hinten. Ja, so ist gut, oder? So können wir es lassen. Läuft die noch? Ja, läuft noch. Schön. Gut, testen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich noch im Clip drin bin, aber ja, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen weit. Ich denke mal so. Oh, jetzt schnitt es am Grund. Aber gut getroffen. Direkt in der Strömungskante. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Schiff liegt oder ob hier null Strömungsdruck ist. Warten wir noch mal eben, jetzt geht die Schnur rum. Mal sehen. Oh, das fühlt sich aber gut an. Ich habe eine 3 Gramm, 3 Unzen Spitze drauf. Das ist wirklich top. Das ist nämlich mehr ein Gummi. So, ich habe ja so kleine schwarze Gummis. Die sind da wirklich top für. Die sind nicht zu groß. Die reißen auch relativ schnell, wenn ein dicker Fisch dran ist. Viele gehen hin, die nehmen die dicken Eimachgummis. Und die reißen fast gar nicht. Und hier habe ich wirklich so ein ganz dünnes Gummi. Die sind wirklich top dafür. So. Eben Gummi dran. Zack. Zack, top.
So, jetzt ziehen wir mal eben den Grund. Ja. 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 Bleibt top liegen. So, ich mache jetzt den Platz fertig. Mach den Platz jetzt fertig. Mach erstmal 10 Körbe drauf und das dauert alles ein bisschen. Erster Wurf. Scharf. Weiß nicht, ob man das sieht. Guck mal, wie der den schön abhält. Schöne Durchlaufmontage. Und dann schauen wir mal. Lass uns die Spiele beginnen. Zack, Rute kurz da oben in eine Schlaufe angeln. Zack, dann runter. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon gesagt habe, warum ich heute eine Durchlaufmontage angel. Und zwar, weil ich Brassen angel. Oder versuche, oder ich vermute einfach, dass Brassen hier sind. Brassenrotaugen, so die Richtung. Dann ist eine Durchlaufmontage immer besser. Meine Meinung. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Stoppuhr. Am Reim fische ich immer Rhythmus. Am liebsten 3 Minuten. Mal gucken. So. Ja, was soll ich sagen? Der erste Wurf bringt schon Fisch. Das ist schon ein kleines, denke ich mal. Und dann haben wir da. Ja, schönes Rotauge. Wunderbar. Zack. Na, oh, der hier. Lass mal reinkommen mit allem. Jetzt aber. War aber schwierig jetzt der erste. Ja, schönes Rotauge. Schönes Rotauge, wir haben was. Wird verseucht und dann geht's weiter. Dranbleiben. So, jetzt schauen wir mal. Oder ab. Ist er ab. Da! Der hat sich ein bisschen. Ich sag gar nichts. Doch, ist noch dran, oder? Ja, war ein Schlüpferstürmer. Haben wir hier? Ah, kann sein, dass die Nasen da sind. Das ist natürlich schön. Wenn Nasen da sind, finde ich gut. Weil nach den Nasen kommen meistens die Barben. So. Aber irgendwas hat nicht ausgehalten. Sollen wir mal eben gucken. Erstmal eben den Fisch versorgen. So, ihr seht da, wunderschöne Nase. Okay, dranbleiben, meine Freunde. Der wird verseucht. So, jetzt haben wir wieder einmal, gucken, was wir jetzt haben. Ah, jetzt habe ich aber gerade eine gute Durchstrecke gehabt. Ich wollte schon den Platz wechseln. Also jetzt nicht den Stuhl, sondern die Strecke wechseln. Das haben wir jetzt. Oh ja, etwas größerer Brassen. Jetzt nicht so groß, aber ist. Ne, oder was haben wir da? Erstmal gucken, was wir da wirklich haben. Naja. Ein kleiner Brassen. Warte mal eben. Kurz versorgen.
Schön in der Lippe gebissen, das liebe ich. Zack, kriegt man immer schön leicht gelöst. Ende ein bisschen nass gemacht. So, da haben wir den kleinen. Einen kleinen süßen. Okay. Da bin ich mal ein bisschen weiter rausgegangen. Nicht viel, so, boah, ich sag mal, 5 Meter vielleicht. Jetzt ein Hänger oder? Ja, schon. Ei. Schon großer Brasen. Ab. Ab. Ah, oh, Unglück, ey. Junge. Warum ist der ab? Ja, schade. Aber auch direkt Haken ab? Wundert mich jetzt ein bisschen. Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass auch direkt der Haken komplett ab ist. Sehr ungewöhnlich. Mal schauen, ja. Das ist... Die Schnur ist angerot. Fühlt sich an, als wenn das ein Waller war. Naja. Ich werde mal andere Haken binden. Ich werde jetzt mal größere Haken nehmen. Weil dann ist er blöd. Okay, meine Lieben. Dranbleiben. Geht nachher weiter. So, also mal wieder was. Jetzt habe ich meinen Vorfach ein bisschen verlängert. Einen anderen Haken dran gebunden. Jetzt selber gebunden. Um im dickeren Vorfach. Ich habe ein 28er Vorfach, um zu gucken, damit er nicht nochmal abreißt. Aber mal gucken, was wir jetzt haben. Ich bin noch ein bisschen weiter rausgegangen jetzt. Mit bestimmt dicken Brasen. Oh, siehst du, jetzt kommen wir ein bisschen, kommen die Sachen ein bisschen näher. Die dicken Brassen, die stehen echt weiter draußen. Hätte ich jetzt am Anfang nicht gedacht. Aber ich habe jetzt einen Vorfach von 1,5 Meter gemacht, damit die nicht so nah am Korb. Ui, damit die nicht so nah am Korb ran müssen. Also macht schon was aus. Ein bisschen vorsichtig, damit wir noch rauskriegen. Ja, schöner Reinbrassen. Fische jetzt ohne Widerhaken, hilft auch manchmal. Zack, da wieder. So, mal probieren, mal aufstellen. Ja, schön. Ha. Aber eine schöne Platte erwischt. Na, jetzt weiß ich, wo dran gelegen hat. Hände mal ein bisschen nass machen. So. Mal. Schöne Reinbrassen, oder? Das ist doch top. Gut, ich verseuche den wieder und seid ihr dabei. Jetzt habe ich kein Mikrofon an, aber müsste auch so gehen. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder einen Brassen. Oh, jetzt habe ich die Brassen richtig stark am Platz stehen. Ich weiß nicht, wie viele Brassen ich schon gefangen habe, aber Wahnsinn. Oh, teilweise richtig schöne Dicke dabei. Das ist eine etwas kleinere jetzt. Aber auch schön. Schöne Brassen. So wie ich mir heute gedacht habe, dass hier Brassen stehen. Und jetzt hier auch die schöne Durchlaufmontage. Ich weiß gar nicht, ob man mich versteht. Ist gut, Jungs. Ist nicht.
Prost. Wir sind die ganze Zeit am Start. Mal kleiner, mal etwas größer. Ich bin richtig dicker Brat. Aufpassen. Ja, ziemlich nach rechts beim Brassen. Ungewöhnlich. So, jetzt mal ein bisschen Zeit lassen. Halt die Route bewusst ganz oben, damit die nicht irgendwo in die Stein, ja, da mal ein bisschen in die Steinpackung reinkommt. Und dann sind sie auch weg. Barbe glaube ich nicht, die wird mehr Palaver machen. Mein Tipp ist großer Brassen oder großer Aller. Macht schon Palaver. Kommt nicht hoch. Das macht auch eine Barbe. Also mal am Rassen. Ah, das ist eine riesen Nase. Aber was für eine? Ach, das ist mal eine Nase. Da wurde er so Palaver macht. Lieber schon. Riesennase. Kann man schon bald wie eine Barbe vergleichen. Lecker. Junge, haben wir es aber drin. Das ist eine Nase. Okay. Okay. Ein schönes Brust. Das ist eine Nase, oder? Ja, schöne Nase. Okay, versorgt die jetzt und dann haben wir's. Ah, aber der war auch schon wieder ein etwas dickerer, der war auch groß. Läuft erst seitdem ich alles wieder umgestellt habe. Ich habe jetzt 1 Meter Vorfach. Jetzt bin ich mit dem Vorfachstärke runtergegangen auf 18. Und habe einen 10er Haken genommen und mache aber wohl 4 Maden drauf und unseren Spaghetti. Seitdem ich Spaghetti mit dran habe, seitdem kommen die Dicken. Das ist ein Wahnsinn. Wie umgeschaltet. Seitdem fange ich, ja, doch einen Dicken am anderen. Das ist so. Man hält jetzt nicht jedes Mal die Kamera drauf. Aber ich muss sagen, heute ist Spaghetti-Tag, ganz klar. Heute wollen die Fische aktive Köder haben. So. Bei mir wie immer, so, seht ihr das?
Dann ziehen wir den schön runter bis am Haken. Nicht auf den Haken drauf. Ganz wichtig, so tänzelt er noch viel besser im Wasser. Manche machen es anders, aber ist nicht schlimm. Ich mache es so. So, und jetzt gucken wir mal. Oh, wir haben schon gut gefangen, muss ich echt sagen. Schon ein paar dicke Fische gefangen. So, jetzt schauen wir mal. Oh, macht Spaß heute. Aber so wie ich mir gedacht habe. Heute Morgen habe ich überlegt, ich habe mir schon gedacht, hier könnten gut Brassen gehen. Mach mal eine Durchlaufmontage. Und mit der Durchlaufmontage klappt das wirklich perfekt. Du siehst, wenn die Brassen anfangen zu nehmen. Du siehst, wie die Brassen nehmen und wenn die dann zucken und wenn die dann reinhauen, ist perfekt. Alles perfekt ausgerichtet. Jetzt mit dem Spaghetti ist perfekt. Durchlaufmontage. Die Haken stimmen jetzt alle. Links. Oh, oh, oh. Mal gucken, das ist aber komisch. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Jetzt geht er mit. Mal gucken. Fühlt sich jetzt gerade an wie ein Schlüpferstürmer. Aber ich glaube, der geht mit. Schön hochhalten. Mal gucken, was passiert. Schauen wir mal eben. Ui, ho, ho, ho. Brassen. Aber was für einer. Junge. Alter, das sind Brassen. Ja. So. Wir wollen heute so richtig schön. Oh, komm her, Schätzchen. So richtig schön aktive Köder haben. Also, ja, mal. Schöner Brassen, ne? Oi. Oh, guck mal, beim Kriegen. Der Braxen. Schon wieder ein dicker Braxen. Ein bisschen energischer dran gehen. Wir müssen eben einmal. Und damit ich den wenigstens über die Krautkante habe. Dicker Brassen doch. Lieber Scholli. Ja. Lieber Scholli. Junge! Komm, der Papa, komm! Ein schöner Brassen. Na komm her. Na komm jetzt und tack, drin ist er. Lieber Scholli. Alles Brassen. Kescher voll. So. Nehmen den Haken rausholen.
Ist gut. Schön in der Lippe, so wie sich das gehört beim Babbo. Na komm her. Dann brauchen wir da Blei denn. So, jetzt aber. Gut. Ist gut. Ja, mal den. Sieht man den Chickabrasen, ne? Oh, ist das heute wieder ein verrückter Tag. Ich weiß nicht, wie viele Brassen ich gefangen habe. Übel. Auch richtig schöne große dabei, aber ich sehe aus wie. Meine Hose, ich sehe aus wie eine alte Sau. Katastrophe. Ich versuche schon irgendwie die Brassen zu umfischen. Das macht ja Spaß, wir wollen ja alle Brassen fangen. Aber das waren alle 3 Minuten, also mindestens alle 3 bis 6 Minuten. Ihr wisst ja, ich hier angel mit einer Stoppuhr. Alle 3 bis 6 Minuten einbrassen. So. Und das wirklich in einem durch. Das ist schon verrückt heute. So einen Brassentag am Rhein hast du auch nicht. Also meine Meinung hat man auch nicht ganz so oft. Weil ich habe gedacht, da werden gar nicht mehr so viele Brassen im Rhein drin, weil der Rhein so klar geworden ist. Aber scheinbar wohl doch. Sonst habe ich bei mir eine Mom, habe ich immer so viel Brassen gefangen. Aber am Rhein selber auch, aber nicht so wie heute. Das war, ist ja unnormal gewesen. Da waren ja, wenn es nicht sogar dreistellig war, das war schon nicht normal. Schon ein paar gute Nasen dabei gehabt. Naja, gucken wir mal. Ein Stündchen mache ich noch. Aber Barben, vielleicht ist ja keine Barbenstelle hier. Obwohl ich ziemlich nah an der Kante dran bin. Vielleicht wollen die Barben nicht so hier. Obwohl eigentlich alles dafür spricht. Kiesbuhne. Schnell an die Kante dran. Eigentlich, oh, da war no. Ich habe andere Angler hier gefragt, die haben alle hier noch keine Barben gefangen. Da muss auch speziell auf eine gerade Strecke gehen. Da hat man so ein bisschen Barbengarantie. Aber ich hätte gedacht, ich fange hier 1, 2 Barben. Aber das soll nicht so sein. Mal gucken, was ich nächste Woche mache. Ich denke mal, da geht er auf Schleien. Da ist der René, glaube ich, auch wieder mit dabei. Ne, der ist ja erst in 14 Tagen wieder dabei. Meine ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber da gehen wir auf Schleien. Okay, meine Lieben. Dranbleiben bis zum nächsten Brassen. Ach, bis zum nächsten Brassen. Ich zeige dir ja fast alle gar nicht. Du bist ja verrückt. Wenn du alle Brassen zeigen würdest, das wäre nicht gut. Macht ja auch keinen Spaß da. So, meine Lieben, das war's. Schnauze voll, kein Bock mehr. Guck mal hier. Weiß ich, ob man das sieht. Warte mal. Komm, ich zeige dir, warte, wenn dann machen wir noch mal richtig hier. Warte hier. Guckt euch das an jetzt. Jetzt müsst ihr euch das angucken. Ich sehe aus wie eine Sau. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Hat super gut geklappt. In der neuen Bude. Es fängt an windig zu werden. Vielleicht kommt gleich noch ein bisschen Regen. Brassen haben super, ich habe die Brassen super am Platz gehabt.
wirklich alle 3 bis 6 Minuten selten einen Korb leer reingeholt. Immer wieder einen Brassen dran gehabt, auch richtig schöne Brassen. Schöne Kapitale waren auch dabei. Ja, war alles Bombe. Schöne Nasen gefangen, ein paar Rotaugen waren dabei. Aber Brassen, die haben den Platz komplett übernommen. Dann Futter, weil ich von Schleitschreck angel, packe ich nachher unten in die Beschreibung rein, weil ich heute gefischt habe. Die Kamera ist wieder ausgesprungen. Also wirklich alle 3 Minuten Rhythmus, Korb immer wieder reingeholt. Im Prinzip, weil ich ja die Barben am Platz holen wollte. Aber die habe ich nicht in der Buhne reingekriegt, hat mich echt gewundert. Aber dafür haben die Brassen den kompletten Platz übernommen. Die standen dann nachher, du hast reingeschmissen, du konntest warten, tak, 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 bap, Brassen. Kann man auch mal machen, hat auch Spaß gemacht. Aber nach Stunden irgendwie ist man dann kaputt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, komm, macht man gefällt mir, freut mich doch. Ich mache das auch für euch, dann macht ihr ein gefällt mir für mich. Vielleicht auch mal Video teilen, ist auch ganz cool. Hier unseren Shop mit der Hoodie, wenn ihr uns unterstützen wollt, ist in der Beschreibung drin. Alles am Start, läuft alles. Ja, Tag geht zu Ende. Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Boah, vielleicht, boah, ich, aber nicht Brassen oder so. Vielleicht Karpfen oder Schleie. Schleien habe ich auch schon lange nicht mehr geangelt. Vielleicht geht es mal auf Schleien. Ja, da wäre doch mal was. Bisschen mit der Method auf Schleien gehen. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr Lust drauf habt. Also das Schleie wäre ganz gut, oder? Und dann zwischendurch mal ein Karpfen mit dabei. Mal gucken in Holland. Ja, ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll vom Brassen. Bin müde, bin kaputt. Alles klar, meine Freunde. Meine Friends. So, wisst ihr Bescheid. Peace geht raus und mach mal gefällt mir. Und was Nettes in den Kommentaren schreiben. Könnt ihr auch was Böses, könnt ihr auch schreiben. Alles klar. Peace geht raus, euer Gönni. Ciao.